Hallo ihr Lieben, heute möchte ich endlich mal wieder einen Versuch starten, aus diesem Engelwurztrieb das Nationalinstrument der Samen, das Fadno, zu bauen. Ich habe schon viele Versuche gemacht und ja, ich hoffe, es wird diesmal besser. Ja, die Pflanze Engelwurz, hier unten sieht man ein Exemplar, das ich extra in meinem Garten angebaut habe. Die Pflanze ist leider in Mitteleuropa nicht so leicht zu finden. Ja, ist also Engelwurz und man kann aus diesen Trieben eben das Instrument bauen. Ja, und ich versuche es jetzt mal und hoffe, es klappt. Es ist immer ein bisschen ein Glücksspiel. So, ich habe jetzt mal von dem oberen Teil die Blätter entfernt und unten entferne ich auch den Fuß dieses Triebs. Ja, das Instrument wird hohl, also es ist ein Rohr. Und riecht auch sehr gut. Ja, und jetzt mache ich oben einen Schlitz rein, circa 2 bis 3 cm lang, einen Längsschlitz direkt unter dem Ende, oberen Ende. So, ich mache ihn mal nicht zu lang. Also das ist wirklich nur, ich hoffe, man kann es sehen, so ein kleiner Schlitz. Und den dehne ich jetzt ein bisschen. Also ich mit dem Messer tue ich jetzt das so hin und her biegen. Und jetzt hoffe ich, dass schon ein Ton rauskommt. Tatsächlich, ja, klingt auch schon ganz gut. Ich schaue mal, ob ich es noch ein bisschen länger mache, den Schlitz, dann wird der Ton tiefer. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen länger. Jetzt ist er circa 3 cm. Man sieht es kaum. Es ist wirklich fast unsichtbar. Vielleicht wenn ich so dehne. Jetzt sieht man es ein bisschen. Hoffentlich. So, und jetzt noch ein Versuch. Ha, das ist ein schöner Ton. Ja, jetzt mache ich mal ein Loch rein. Also ich werde diese Löcher mal auf gut Glück schneiden. Ich habe keine Ahnung, ob das auch wirklich die richtige Stelle ist. Schauen wir mal, das Loch ist jetzt hier. Ja, ist eine Terz geworden. Sehr schön. Dann mache ich ein zweites Loch. Ich mache das jetzt mal ein bisschen kleiner. Hoffe, dass ich eine Quarte erwische. So, das nächste Loch. Da ist es. Da, da, da. Ja, da mache ich jetzt eine Quinte rein, ein drittes Loch. Schauen wir mal, was das für einen Ton ergibt. Ha, nicht so schlecht. Ja, dann noch einen höheren Ton. Schauen wir mal, wie viele Töne Platz haben. So. Ja, da gebe ich noch einen Ton drauf. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, und dann bin ich fast schon beim Schlitz angelangt, hier oben. Also noch ein Loch wird schwierig, aber immerhin. Das ist bisher mein bestes Ergebnis. Schauen wir mal, ob ich darauf was spielen kann. Ja, gar nicht so schlecht. Ich versuche mal irgendein improvisiertes Stück. Ha, ich freue mich. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten wird es vielleicht noch besser. Danke fürs Zuschauen.